Hallo zusammen. Ich bleib lieber hier, ich fühle mich hier wohler, zwischen den Leuten zu sitzen, als dort vorne zu stehen. Mein Name ist Ronny. Ich bin seit der zweiten Mahnwache hier in Braunschweig mit vielen von euch, jeden Montag hier. Habe jedes Mal meine Familie mitgebracht, weil ich denke, es ist wichtig, Gesicht zu zeigen dafür, dass viele Sachen um uns herum passieren, mit denen wir nicht einverstanden sind. Und weil es wichtig ist, dass viele Leute auf die Straße gehen. Leider sehe ich, dass wir nicht so richtig über die 50 hinauskommen, von Mal zu Mal. Rick hatte gefragt am Anfang, wer bringt nächstes Mal noch jemand mit? Wenige von euch haben sich gemeldet, ich auch nicht. Aber nicht, weil ich keinen frage oder weil ich es nicht versuche. Denn es ist wirklich schwierig. Ihr habt wahrscheinlich die gleiche Erfahrung gemacht. Den Leuten geht es wirklich zu gut. Und ich kann nicht sagen, dass es mir schlecht geht. Ich bin nicht deswegen hier auf der Straße. Aber ich glaube nicht, dass es einfach so weitergehen wird. Und deswegen sind wir jeden Montag wieder hier dabei. Allerdings ist der Anlass, weswegen ich heute was sagen will, ein bisschen anderer. Es wurde schon viel gesagt über die vielen Sachen, die so schlecht laufen zurzeit in der Politik, willkürliche Entscheidungen, die nichts mit dem zu tun haben, was die Bevölkerung will. Ich will die Themen gar nicht nochmal alle wieder aufzählen. Die kennt ihr alle selbst. Deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, heute mal was zu sagen zu Sachen, die eher Hoffnung geben, die auch Vertrauen zeigen in das, dass wir auch eine bessere Zukunft erreichen können, wenn wir dafür kämpfen. Und es gibt schon viele Initiativen von Leuten im Kleinen oder teilweise auch im Großen, die gute Resultate zeigen und die eben gerade diese Hoffnung zeigen. Und davon will ich ein paar Beispiele heute präsentieren. Ein sehr interessantes Projekt, was auch hier in der Nähe ist, weiß nicht, einige kennen es vielleicht von euch, ist das Ökodorf Siebenlinden. Wer kennt es von euch? Hat jemand was davon gehört? Ich bin zweimal da gewesen, habe mir das mal angeschaut, weil ich dachte, das ist eine interessante Variante, neue Sachen auszuprobieren, im Einklang mit der Natur, in einer nachhaltigen Form zu leben. Das ist sicherlich keine Variante für alle, denn in der Stadt wird sowas sicherlich nicht möglich sein. Aber für viele andere Dörfer könnte das Impulse setzen. Es ist ein kleines Dorf, ca. 50 Kilometer im Norden von Wolfsburg. Also ca. 1,5 Stunden Auto von hier. Ein Dorf, was sich gegründet hat, so vor 20, 25 Jahren, aus der Initiative von wenigen Leuten, die einfach sowas gesucht haben und sowas selbst aufbauen wollten. Und das hat sich inzwischen so vergrößert in einer Gegend, wo sonst die Bevölkerung abwendet, wandert in die Städte, ist aus diesem kleinen Dorf, von dieser kleinen Initiative inzwischen ein Dorf mit 150 Einwohnern geworden. Sie bauen ihre Häuser selbst oder wirken da zumindest mit aus Baustoffen, die regional erhältlich sind und wenig industrielle Aufarbeitung benutzen. Also sie bauen jetzt, die letzten Häuser sind alle aus Stroh und Lehm gebaut. Das hört sich erstmal für viele sicherlich rückschrittlich an, aber das ist ein Wohnklima, was deutlich besser ist als die meisten anderen Gebäude, relativ günstig in der Herstellung, wenn man es im Größeren vielleicht noch stärker verbessern würde, die Art und Weise, wie es gebaut wird. Aber sie bauen sogar dreistöckige Häuser aus Lehm und Stroh. Ja, Holz ist da auch noch mit bei, aber das ist eine interessante Alternative. Kann man sich dort angucken, kann man sich informieren. Gibt es auch eine Webseite dazu. Das Dorf heißt Siebenlinden. Aber es ist nicht nur das ökologische Bauen. Es ist auch das Wohnen in der Gemeinschaft auf basisdemokratischen Grundsätzen. Anfangs haben sie versucht, die Entscheidungen im Dorf demokratisch im Konsens zu fällen. Als das Dorf größer geworden ist, ist das
dann immer schwieriger möglich. Und dann haben sie versucht, andere Möglichkeiten zu finden, wie zum Beispiel Mehrheitsentscheidungen, aber mit Vetorecht. Wenn einer ein Veto einlegt, dann muss das Ganze nochmal überarbeitet werden. Aber nicht nur, dass einer Nein sagt und dann wird es nicht gemacht, sondern dann wird derjenige beauftragt, einen Gegenvorschlag zu erarbeiten mit einer anderen Gruppe. Das ist so, dass man sich der Meinung der Masse oder der Mehrheit annähert und dort Lösungen findet, durch den Dialog. Ich denke, das sind interessante Konzepte, aber was machen Sie dort noch? Also ökologisches Bauen, dann diese Selbstorganisation. Inzwischen haben Sie Räte gebildet, sodass 5 Leute für bestimmte Themen dort stellvertretend entscheiden, aber immer diese Entscheidungen in Gruppen, in kleinen Gruppen auch wieder mit 5 Leuten erarbeiten. Und dass dann aber die Leute aus dem Dorf gegen diese Entscheidung noch Einspruch erheben kann, wenn sie 20% der Stimmen eben dagegen sind. Also einfach nur mal als Beispiel. Es gibt Versuche, einfach auch wirklich unter demokratischen Grundsätzen Entscheidungen zu fällen. Das würde allerdings im Großen für ein großes Land immer schwieriger, und das zeigt sich ja heute auch. Dass die wenigen, die von einigen gewählt wurden, Entscheidungen treffen, die völlig entgegengesetzt sind dem, was das Volk will. Ja, dann ökologische Nahrungserzeugung. 60% autonom, die stellen ihre eigenen. Hatte Jan-Henrik letztes Mal auch schon einen interessanten Beitrag geleistet. Dort versuchen sie auch eben selber ihre Nahrungsmittel herzustellen. Also es machen natürlich nicht alle ihre Nahrungsmittel, sondern sie haben einige wenige, die das für alle machen. Und sie schaffen ungefähr 60% Eigenversorgung, auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Dann die Ernährung ist hauptsächlich vegetarisch und teilweise vegan, mit Gemeinschaftsverpflegung. Allerdings wird der Fleischkonsum dort toleriert, außerhalb dieser Gemeinschaftsküche. Sie haben einen geschlossenen Wasserkreislauf. 70% der Energie wird im Dorf selber hergestellt. Heizung erfolgt hauptsächlich mit Holz aus dem eigenen Wald. Ist sicherlich auch kein Konzept für alle, aber dort sinnvoll, weil sie den Wald gleich zur Eigennutzung dort haben und sehr gut gedämmte Häuser haben, sodass sie sowieso sehr, sehr wenig Energie für die Heizung der Gebäude benutzen müssen. Dann haben sie eine Pflanzenkläranlage, haben einen eigenen Waldkindergarten für dieses Dorf und haben auch eine eigene freie Schule aufgebaut in 25 Kilometern Entfernung. Fast alle arbeiten inzwischen in dem Dorf, das war anfangs nicht so, in diesem Garten, in der Landwirtschaft, im Handwerk, in Kunst, in der eigenen Bildungsstätte, aber auch vor allem in Schulungen, wo sie zeigen, wie dieses Konzept auch auf andere übertragbar ist. Die Universität Kassel hat eine Untersuchung dort gemacht zu dem ökologischen Fußabdruck, nennen sie das. Dort wird einfach bewertet, wie jetzt der Energieverbrauch, der Abfall und das, was in diesem Dorf alles generiert wird, im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung in Deutschland ist. Und dort erreichen sie nur 30% von dem, was der durchschnittliche Bürger in Deutschland verbraucht oder an Abfall generiert. Das ist schon ein immenser Unterschied. Das sind allerdings nicht nur die Konzepte, die ich gerade aufgezählt habe, sondern eben auch Themen dabei wie Carsharing oder Vermeidung von Flugreisen. Das ist das erste Thema. Dann gibt es, die anderen sind nicht so umfangreich, aber es sind meiner Meinung nach auch sehr interessante Konzepte. Ein Dorf in Nordspanien, das nennt sich Amayuelas. Das ist ebenfalls eine Initiative, wo ein altes Dorf wiederbevölkert wurde, was eigentlich schon völlig ohne Einwohner war. Und dort wurde auch ökologische Landwirtschaft aufgebaut. Dort allerdings mit einem ganz anderen Fokus, auch in Richtung von Themen, die inzwischen schon angesprochen wurden. Und zwar Thema Monsanto, Kontrolle der Nahrungsmittel und so weiter. Die haben sich dort zum Ziel gesetzt, neben anderen Sachen dort die Artenvielfalt wiederherzustellen. Pflanzen zu züchten, ganz gezielt, die in dieser Region früher mal existent waren und die sich an dieses Klima dort angepasst haben und die inzwischen fast ausgestorben sind. Aber die züchten die wieder neu, um die ganze Gegend wieder mit diesen Pflanzen zu versorgen. Dass auch andere die anbauen können, und in ihrer Landwirtschaft verwenden sie ausschließlich diese Sorten. Noch ein Beispiel aus Spanien.
ein Dorf in Andalusien. Das beschreibt der Professor Dr. Wolfgang Berger in seinem Buch Anleitung zur artgerechten Menschenhaltung. Ich weiß nicht, ob jemand das Buch kennt, so ein ganz kleines, sehr interessante Beiträge. Dort beschreibt er ein kleines Dorf, das auch aus der Not heraus entstanden ist, wo ganz viel Arbeitslosigkeit geherrscht hat und relativ schlechte Bedingungen geherrscht haben. Und dort wurde eine Genossenschaft aufgebaut, auch wieder mit Landwirtschaft. Die bauen hauptsächlich Oliven und Artischocken an und verkaufen das dann als Konserven. Aber das Interessante dort, das gesamte Land gehört den Leuten dort so eine Art genossenschaftlich. Und sie bezahlen ca. 50 Euro pro Monat, um zu wohnen. Das Land, wo sie ihre Wohnung bauen können oder ihr Haus, wird ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt. Und sie bauen gemeinschaftlich ihre Häuser. Selbst das Material für die Häuser wird ihnen erstmal zur Verfügung gestellt. Und sie bezahlen eigentlich dann nur das Material der Häuser über die Zeit ihres Lebens mit diesen 15 Euro pro Monat ab. Das ist möglich, weil eben keine verzinsten Kredite gegeben werden und weil das Land zur Verfügung steht, was sowieso allen gehört, also gehören müsste. Und sie bauen auf diesem Land eben auch dann ihre Produkte an und können es dann eben unter ganz anderen Bedingungen nutzen. Das hat sich auch gezeigt, jetzt als die Krise in Spanien 2008 so stark begonnen hat, dass dieses Dorf viel, viel weniger mit den Auswirkungen der Krise zu kämpfen hat. Ja, wenn keine Kredite existieren und das Land mit dem Land nicht spekuliert wird. Und das ist ein Beispiel innerhalb des existierenden Systems in Spanien, einem Land, was ähnlich funktioniert wie bei uns. Also es gibt solche Inseln, die mir zumindest Hoffnung geben, dass sowas auch woanders möglich ist. Wenn die Leute aufwachen und dafür kämpfen, vielleicht dafür einstehen und mit uns gemeinsam auch auf die Straße gehen für solche Ziele. Dann habe ich noch ein Thema, jetzt nicht mit Landwirtschaft und Anbau von Nahrungsmitteln, sondern das Thema Einzug integrativer Herangehensweisen in der Medizin. Über viele Jahre ist in der allgemeinen Medizin eben das Herangehen an Krankheiten reine Symptombeseitigung. Und es wird eigentlich nicht an die Ursachen herangegangen, weil man gar nicht weiß, was die Ursachen sind. Und Krankheiten sind nicht zufällig, die irgendwie passieren. Herr Gustav Jung hat mal gesagt, die Krankheit ist der Versuch der Natur, den Menschen zu heilen. Wenn der Mensch nicht in dem, was er denkt und was er fühlt, übereinstimmt mit dem, was er dann tut, dann wird er krank. Über kürzere oder längere Zeit. Und das glaube ich, dass das so ist. Und deshalb ist es viel wichtiger, in andere Richtungen zu gehen. Einfach in kohärente Lebensweise. Deswegen stehe ich auch hier oder sitze hier mit euch zusammen. Also nicht nur Symptombeseitigung, die hauptsächlich durch Medikamente heute durchgeführt wird, sondern eben ganzheitliche Betrachtung der Menschen bei der Suche nach den Ursachen von Krankheiten und Hilfestellung zur Heilung. Dort gibt es einmal, denke ich, Hoffnung aus einer Richtung, das ist Entgiftung des Körpers generell. Dort gibt es über 50 Jahre Erfahrung mit Fastenkuren in Russland, wo sie wissenschaftlich Aufzeichnungen haben, also überwachte Leute, die Fastenkuren gemacht haben, was die Ergebnisse waren, also nicht nur in privaten kleinen Heil- oder Fastenkurzentren, die es auch in Deutschland gibt, sondern wirklich in staatlichen Zentren, wo auch alles aufgezeichnet wird und was auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen inzwischen Einzug hält. Ich denke, auch das gibt Hoffnung. Aber auf der anderen Seite eben auch der Einfluss der Psyche auf organische Krankheiten. Nicht nur diese sogenannten, psychosomatischen Krankheiten. Ne? Also, dass man, jeder weiß, wer mal Prüfungsangst gehabt hat oder so, dass
dann ist man aufgeregt und man muss ständig auf Toilette gehen. Das hat einen Einfluss auf unseren Körper, auch auf unsere Organe. Wenn das so ein Zustand, so ein Stress über längere Zeit auf uns wirkt. Aber das wird in der Medizin völlig außer Acht gelassen. Und, also zumindest in der offiziellen Medizin. Es gibt natürlich viele Leute, die das schon beachten, aber das wird nicht von Krankenkassen bezahlt. Und, genau. Also, warum soll das bei schweren Erkrankungen wie Krebs oder sogenannten chronischen Krankheiten anders sein? Dass die Psyche dann Einfluss hat. Und es gibt einen deutschen Arzt, der das seit 30 Jahren oder vor 30 Jahren erkannt hat, dessen Erkenntnisse aber unterdrückt werden. Allerdings gibt es in Frankreich und in Spanien viele Leute, die das aufgegriffen haben, auch Ärzte, und das weiterentwickelt haben. Und seit 5 Jahren wird in Kuba an den Universitäten mit diesen Sachen experimentiert. Und jetzt sind ungefähr die 5 Jahre vorbei, wo auch die Ergebnisse publiziert werden können, weil auch die mittelfristigen Ergebnisse inzwischen dort klar sind. Die ersten Ergebnisse werden auch in medizinischen Zeitschriften publiziert. Erste positive Ergebnisse haben sie bei Diabetes erreicht, bei Herz-Kreislauf-Krankheiten und auch bei Brustkrebs. Und diese Sachen werden dann die Ärzte auch hier nicht mehr leugnen können, weil es an Universitäten durchgeführt wurde. In Kuba ist das möglich, weil dort nicht wie hier die Pharmalobby so stark ist, sondern die haben mit Boykotts oder mit Embargos zu kämpfen, weil sie Medikamente gar nicht bekommen. Oder weil sie finanziell die Mittel nicht haben, um diese Medikamente zu bezahlen. Also suchen sie nach anderen Lösungen, um die Bevölkerung, um der Bevölkerung zu helfen und nicht mit Pharmaka. Und deswegen sind dort solche Wege möglich, die dann am Ende auch uns helfen werden. Ja, und letztendlich ein weiterer Hoffnungspunkt für mich natürlich die Mahnwache. Hier und in vielen anderen Städten in Deutschland. Und ich denke, auch dadurch wird sich letztendlich irgendwas ändern.